Hallo miteinander. Diesmal wollen wir miteinander herausfinden, welche natürlichen Hilfsmittel auch wirklich etwas taugen gegen den grossen Hunger der Schnecken in unseren Gärten. Dazu machen wir gerade einen Feldversuch. Da hätten wir Wettbewerbskandidat Nummer 1, der im Internet häufig empfohlen wird. Brennnesselmulch. Zweiter Wettbewerbskandidat, auch häufig genannt. Tannennadeln. Trocknet, sollte das also so richtig schön pieksen. Ja. Da hätten wir noch den Kaffeesatz. Voilà. Etwas, das auch häufig genannt wird, ist Zimt. Das tun wir jetzt auch gleich ausprobieren. Und zu guter Letzt haben wir noch die Münze, die auch sehr stark schmeckt. Und scheinbar der Geruch eben auch soll Schnecken fernhalten. Tipptopp. Jetzt kann es losgehen. Jetzt machen wir noch ein bisschen Big Brother bei den Schnecken. Stellen die Kamera auf. Und wir sind jetzt auch mega gespannt. Übrigens, Schnecke ist noch lange nicht gleich Schnecke. Nicht alle sind gleich scharf auf unsere Gemüse, Pflanzen und Blumen. Da gibt es zum Beispiel den Häuslischneck, den kleinen. Er ist ganz bescheiden und ist auch mit abgestorbenem Pflanzenmaterial zufrieden. Auch Algen, Moos und Flechten hat er gern. Diese Schneckenart, nämlich den Weinbergschneck, sollte man unbedingt sein lassen im Garten. Er ist die beste biologische Waffe gegen die grossen Wegschnecken, denn er frisst denen ihre Eier. So oder so, sie sind sogar in einzelnen Kantonen in der Schweiz geschützt. Sie sind so die wahren Übeltäter im Garten. Die roten und die spanischen Wegschnecken. Zusammen mit den anderen Nacktschnecken haben sie am liebsten das junge Gemüse, Blumen und Früchte. Zurück zu unserem Feldversuch. Unsere Nachtsichtkamera bringt es im Tag. Es gibt bereits jetzt eine klare Tendenz. Beim Zimmer, da machen alle Schnecken kehrtum. Wie sieht das aus? Nach 48 Stunden und ganz viel Regen. Da haben wir noch mal einen eindeutigen Verlierer. Da muss man gar nicht mehr viel darüber sagen. Die Münze völlig versagt. Es hat kein Blättchen mehr dran, nichts, und sogar die Blümchen sind noch fort, die sie sonst eigentlich nicht nehmen. Scheiter. Viel besser sieht es doch hier bei den Brennnesseln aus. Es hat immerhin noch Blättchen dran, es hat noch Blumen dran. Aber sie ist halt doch auch ziemlich angefressen. Auch hier nicht wirklich überzeugend. Dasselbe haben wir hier bei den Tannennadeln. Auch hier angefressen, nur noch wenige Blätter. Schlimmer sieht dann hier doch wieder der Kaffeesatz aus im Resultat. Da ist wirklich viel abgefressen. Der Kaffeesatz hat auch versagt. Und jetzt kommen wir zu der totalen Überraschung. Da bin ich sogar ganz zum Häuschen aus, um im Schneckenjargon zu reden. Der Zimmet. Absoluter Sieger. Schaut mal hier so. Auch nicht ein einziges Blättchen, sogar das, was hier ganz weit oben hängt. Nichts ist angeknabbert, aber auch gar nichts. Das ist wirklich eine Überraschung. Fazit ganz klar. Nach 48 Stunden wiederholtem Regen, sehr nasses Wetter, ganz klarer Testsieger, der Zimmet. Dass ausgerechnet Zimmet der Testsieger ist, das hätte ich jetzt also nicht gedacht. Da muss ich jetzt gerade eins drauf trinken. Wenn wir gerade beim Bier sind, das wäre ja eigentlich auch eine Möglichkeit gewesen, die man noch hätte können zeigen als Test. Aber abgesehen davon, dass es ziemlich jämmerlich hier im Vollrausch verenden, zieht es auch Schnecken von weit herum an, die eigentlich gar nicht unbedingt in den Garten kommen wären. Also keine gute Idee. Aber habt ihr gewusst, dass die Schnecken gar nicht so unbeliebt sind und zum Teil sogar so geschätzt werden, dass sie eine Gemeinde als Wappentier genommen hat? Schaut, das ist das Wappen mit den Weinbergschnecken der Gemeinde Zell.